Recht herzlich willkommen zur 144. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier drinne und müssen jetzt gerade den blauen Punkt noch anvisieren, um dann bald an unserem, wie heißt es? Sag schon, Startmanöver, nicht Navigationsmanöver, Richtung Minmus zu kommen. So, ich glaube, jetzt passt's, oder? Ja, kommt hin. Und ja, das wird dann der Punkt dort hinten sein. So. Das haben wir gemacht. Ja, wir müssen erst voll Power machen und nachher hat der Dralo mir geschrieben gehabt, dass wir das Triebwerk dann auch runtersetzen können, zum Beispiel auf 1%, um dann das Feintuning hinzukriegen. Aber okay, das können wir machen, kurz bevor wir hier das Ziel erreicht haben, ne? So weit zu brennen, da können wir dann immer noch korrigieren. Jo, und sonst, ja, Science ist wichtig, hat der Dralo mir noch geschrieben. Der Mordrak hat gesagt, ich brauche dann mal nicht so eine Panik haben. Der Minmus, der verzeiht ziemlich viel. Ja, das sind die Infos, die wir dann da haben, ne? So, 894 soll noch massig Dingens überbleiben. Ich glaube, wir können mal ein bisschen vorwarpen, oder? Dass wir da näher rankommen, 4 Minuten. Ja, ich glaube, dann müssen wir aber jetzt auch schon bei dem Manöver loslegen, oder? Kann das sein? 3,44, na, ein bisschen geht noch. So. Und dann können wir gleich loslegen. Gut, dann mal auf geht's. Ah, jetzt hat er es nicht ausgemacht, ist ja wieder klar, ne? Jetzt war schon wieder zu spät. Naja, aber irgendwie kriegen wir es wohl hin. So. Wo ist er? Da ist er. Die Apoapsis. Da bewegt sich der Blaue. Tja. Focus View, denke ich mal, macht Sinn, oder? So, hier sehen wir ja gleich, wie der da ausschlägt und dass er hier dann vorbeikommt, ne? Stoff und wir sind ziemlich spät dran, ne? Ja. Schade, aber okay, ist halt so. Da sind wir auf 600.000 und wir müssen, keine Ahnung, wie weit wir müssen. Das ist hier die passende Höhe, 46. Ja, da haben wir noch einiges zu brennen, ne? Er Höhe, okay. Da ist das ja noch nichts gegen, ne? Aber das kriegen wir auch hin. Nachher wird er schneller, ne? Da müssen wir aufpassen. Wandert der hier ein bisschen weg, kann das sein? Ich glaube schon, ne? Jetzt ist schon mal so besser. Und so ist auch besser. 2 Millionen Apoapsis.
Ist ja schon mal was, ne? Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich hier den Start verschlafen haben, ist es, dass wir da ein bisschen später ankommen. Aber naja, wir werden da auch hinkommen, denke ich. Ja, das Brennen ist hier schon noch ordentlich, ne? Aber jetzt muss es gleich wohl schneller gehen, ne? Weil wir haben ja nicht mehr ganz viel, was wir brennen müssen, ne? Dann macht das gleich zitt und dann ist er fertig, oder? Ah, 6 Millionen. Jetzt geht's doch schneller. Achte. Neune. Oh, wir sind da unten ganz weit raus. Jetzt geht's voran. 17, 18, 19, 20. Ich guck mal lieber hier unten, da ist es einfacher zu sehen. Und jetzt machen wir mal langsam. Da kommt er. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen rein. Ah, es ist ein bisschen verschoben, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich, oder? Ist die Frage so. Also mit der Sonne ist gerade schlecht da. Mach den mal an. Und kriegen wir auch so hin, ne? Das war zu viel. Oder es geht nicht näher, sagen wir es mal so. Jetzt sind wir unten runter, das gefällt mir natürlich nicht. Lass uns mal gerade Retrograde ausrichten. Und gucken, ob wir da das nochmal wieder besser hinkriegen. Es sieht so aus. Ja, wir machen jetzt ein, aber eigentlich ist es egal, wie rum wir um den Windows fliegen, ne? Ich glaube, das ist alles okay so, oder? 48 und ist gut. So, jetzt können wir da erstmal gucken. Den kriege ich so nicht. Wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. So, den weg. So, wenn wir jetzt dann wie viel hatten wir jetzt hier? 50? 46? 48? Lassen wir so. Fliegen jetzt eigentlich erstmal bis dahin, oder? Da kommt er gleich. Alles ist gut. So, da ist er. Dann setzen wir hier mal ein Dingens. Manöver. Das war natürlich der falsche, ist klar. Dann mach's gleich schon weg und setz ein neues. So, jetzt möchte ich gerne den haben. Und so sieht das schon ganz gut aus. Ja, eigentlich brauchen wir nur Retrograde da brennen, ne? Dann kriegen wir das schon so hin, oder? Brauchen wir kein Manöver für. Zack. Warp hier. Retrograde ist ausgerichtet und brennen entgegengesetzte Richtung. So, das geht.
Hund. Da schließt sich der Kreis, aber wir können den auch schon gleich runterholen. Das passt dann schon, oder? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So. Ich glaube, wir machen den noch mal ein bisschen kleiner. Oh, hier hinten rechts ist er schon ein bisschen wenig, ne? 16, okay. Aber okay, da kommen wir noch dicke dran vorbei. Alles gut, ne? Wer ist das denn hier? Ohne Alpha landet, okay. Und der Drado hatte noch geschrieben, dass wir auf jeden Fall auf dieser Seite runterkommen sollen. Wie muss ich denn brennen, damit ich das hier erst wieder größer kriege? So? Ne, andersrum. Oh, ist das schon besser. Dann lass uns das mal gerade machen, weil das ist mir mit den 16.000 dann doch zu nah, ne? So, die Richtung. Dann ist das doch ein bisschen besser. Brauchen wir nicht an dem Punkt, können wir auch hier machen, ne? Wie wir sehen, passt das schon. Der weg. 35 ist gut. So, jetzt warpen wir dahin. Und dann machen wir da den Retro wieder. Können wir schon ausdrehen. Und dann holen wir den da noch rein. Der ist jetzt so viel und dann machen wir erstmal niedriger. So. Und jetzt wandert er uns da und da weg. Okay, das ist jetzt erstmal unser Dingens. Wie sieht denn das hier so aus mit Landen? Hier wäre schon eine ideale Stelle, wenn wir da hinkommen würden, weil das ist ziemlich glatt und flach oder so. Ist aber kein Wasser, ne? Würde das gehen? Ja, das wäre möglich, da runterzukommen. Würde dann ideal sein, oder? Nee, das war jetzt falsch. Nee, da muss ich da weiterhin, kann das sein? Und dann da so. Und dann müssten wir da irgendwo so runterkommen, oder? Nee, so rum. So. Da würde das ganz gut sein, denke ich. Gut. Das ist alles gut. Lass uns mal gerade hier reingehen. Lass uns mal schauen, dass wir hier zum Beispiel Licht anmachen. Und das war jetzt hier. Okay, Action Group. Die machen wir auch raus, bevor wir das nachher vergessen. Das kann ja nicht schaden, wenn wir das jetzt schon rausgefahren haben. ja, das passt dann schon mal. Wir könnten jetzt hier Science machen, denke ich. Und zwar Lock Temperature, ja, das ist gut. Keep Experiment. Und wo sind die anderen Klamotten?
Ja, wenn ich das jetzt mal sehen würde. Das muss aber. Es ist das. Ah, das ist das Barometer. Das nehmen wir auch mit. Und da ist der Mystery Go. Und der hat da auch noch was. Gut, das können wir ja mit unserem Dingens dann zurücksetzen. Und dann läuft das, oder? Es ist natürlich wieder dunkel hier. Ach so, hier ist die Leiter, alles klar. Also, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Crew-Hatch. Und Crew-Report. Ist nicht mehr drinne. Dann gucken wir gerade noch, dass wir den Scientisten einmal gerade rauslassen. Der macht einen Eva, aber der ist auch schon nicht mehr zu machen. Das bedeutet, der kann auch wieder rein. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall hier schon mal gemacht, was ging. Und dann müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Aber ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.